Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der Übergang von Profibus zu Profinet. Mein Name ist Christian Wiesel und ich bin hier bei Indusol im Marketing tätig. Ich werde heute das Webinar kurz einleiten und werde dann für den inhaltlichen Hauptteil an unseren Chief Technology Officer Andy Karius übergeben. Diejenigen von Ihnen, die uns schon häufiger zuschauen, die kennen ihn bereits als Referent aus den vergangenen Webinaren. Zu Beginn möchten wir allerdings wie üblich testen, ob die Bild- und die Tonübertragung funktionieren. Das heißt, ich möchte Sie bitten, mal das Fragefenster, was Sie rechts an der Seite in diesem kleinen Menüpanel finden, zu nutzen. Bitte schreiben Sie mir dort einfach mal kurz rein, ob die Bild- und die Tonübertragung in Ordnung sind, ob Sie mich hören und sehen, damit Sie, wie gesagt, auf jeden Fall alles mitbekommen. Sieht schon sehr gut aus. Hier tickern einige Antworten rein. Das freut mich. Wunderbar. Vorher hat uns schon die erste kurze Frage erreicht. Sie bekommen im Nachgang zum Webinar eine Mail mit der Videoaufzeichnung und natürlich auch die Präsentation. Das heißt, Sie können das Ganze entspannt verfolgen und brauchen also nichts mitschreiben. Im Nachgang möchten wir Sie bitten, auch unseren Feedbackbogen auszufüllen. Nicht nur, damit Sie uns bitte sagen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat, sondern wir möchten natürlich auch wissen, was wir besser machen können. Und Sie können auch weitergehende Informationen über den Inhalt des Webinars dort hinaus erhalten bzw. anfragen. Nochmal kurz zur Agenda. Worum soll es heute gehen? Wenn wir natürlich Profinet verstehen wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, wie funktioniert die Kommunikation in dieser Technologie. Viele von Ihnen kommen ja sicherlich aus dem Profibus. Wir gehen also kurz auf die Unterschiede ein. Und wenn wir die Profinet-Kommunikation verstanden haben, dann wollen wir sie natürlich auch messen, also die Güte bewerten. Und das funktioniert oder passiert typischerweise zuerst bei Planung und Abnahme beziehungsweise bei der Inbetriebnahme. Das heißt, dort werden wir auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf eingehen. Im dritten Kapitel schauen wir uns nochmal die Infrastruktur und da insbesondere die Switches genauer an. Warum wird sich aus den ersten beiden Kapiteln ergeben? Und am Schluss fassen wir das Ganze nochmal zusammen und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Netzwerk, Ihr Profinet-Netzwerk ab dem ersten Telegramm stabil betreiben. Zum ersten Punkt eine kurze Einleitung. Profinet-Kommunikation verstehen. Ich habe mal von der Nutzerorganisation Profibus und Profinet International mal die aktuellsten Zahlen rausgesucht. Dort sind also jede Menge Unternehmen, unter anderem auch Gerätehersteller mit drin, die also sagen können, wie ist denn die Verbreitung von Profibus und Profinet aktuell? Und dort sehen wir, Profibus ist immer noch im Wachstum. Allerdings sehen Sie, die Kurve flacht so ein bisschen ab. Das Wachstum wird also Jahr für Jahr ein bisschen geringer, wenn es auch immer noch ein Wachstum gibt. Bei Profinet sehen wir hingegen, wir haben ein ziemliches Wachstum. Die Kurve steigt steil an. Und dafür muss es ja irgendwelche Gründe geben. Und welche das sein könnten, werden wir uns im heutigen Webinar anschauen. Zuvor möchte ich allerdings noch kurz von Ihnen wissen, wo sind Sie gerade im Prozess? Der Übergang vom Profibus zum Profinet. Ich werde dazu eine kurze Umfrage öffnen und möchte Sie bitten, uns dort entsprechend mal anzukreuzen und zu hinterlegen, wo Sie gerade in diesem Bereich sind. Sie müssten jetzt abstimmen können. Jawohl, ich sehe schon, die ersten setzen ihr Kreuzchen. Ich lasse mal noch ein paar Sekunden, damit auch alle abstimmen können. Wird schon fleißig abgestimmt und es zeichnet sich schon eine klare Tendenz ab. Ich zeige Ihnen gleich die Ergebnisse. Ich lasse es mal noch ein paar Sekunden stehen und dann werde ich die Umfrage gleich schließen. Okay, vielen Dank für die Abstimmung und jetzt will ich Ihnen natürlich auch die Ergebnisse zeigen. Müssten Sie jetzt sehen. Also wir sehen, ungefähr 2 Drittel unserer Teilnehmer setzen sowohl Profibus als auch Profinet bereits ein. Ganz wenige sind dabei, die noch gar nichts von beiden einsetzen. Und es gibt immerhin ein paar, die das mehr oder weniger konkret vorhaben, Profinet einzusetzen. Und ich hoffe, dass für alle noch etwas Neues dabei ist in dem Webinar. Dann können wir auch direkt inhaltlich einsteigen. Vielen Dank erstmal für Ihre Beteiligung an dieser Stelle und ich übergebe jetzt das Wort an unseren CTO und an den Referenten Andy Karius. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank
an den Herrn Wiesel, der kurz eingeleitet hat. Ich hoffe, Sie können nicht nur den Herrn Wiesel gut hören, sondern auch mich jetzt. Und ohne viel Zeit zu verschwenden, steigen wir sofort ein und schauen uns mal an, gemeinsam, wie denn Profibus bisher funktioniert hat und wie Profinet funktioniert. Ja, und der Ausgangspunkt ist natürlich erstmal die Profibus-Kommunikation. Und wenn wir hier einfach mal reinschauen, dann ist natürlich ganz klar im Profibus eine Kommunikation auf einem Adernpaar, das Mittel der Wahl. Ich habe an diesem einem Adernpaar einen Master und natürlich entsprechend viele Teilnehmer angeschlossen. Die Teilnehmer sind alle parallel an dem Bussystem, an diesem einen Adernpaar angeschlossen und kommunizieren natürlich auch auf diesen. Im besten Fall habe ich noch einen Repeater. Oh, Sie sehen noch die Umfrage. Da muss ich natürlich gleich nochmal schauen, was hier los ist. Jetzt. Ich hoffe, Sie sehen meine Teilnehmer. Jawohl. Gut. Also, nochmal von vorn. Wir haben also ein Adernpaar, die Signalleitungen A und B. An diesen Signalleitungen sind sowohl der eine Master als auch die entsprechenden Slaves, also alle Teilnehmer angeschlossen. Im besten Fall befindet sich irgendwo im System noch ein Repeater und die Kommunikation im Profibus, die läuft also folgendermaßen ab. Wir arbeiten hier nach einem Master-Slave-Prinzip und es ist also so, dass der Master eine Anforderung, einen Telegram-Aufruf an den Slave sendet und daraufhin der Slave eine entsprechende Antwort zum Master zurückschickt. Ja, und das tut natürlich der Master bzw. der Slave in entsprechender Teilnehmerreihenfolge. Alle Geräte werden angesprochen und antworten wir darauf. Hier also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was natürlich ganz wichtig ist. Hier muss ich darauf achten, dass ich auch einen Abschlusswiderstand am Anfang und am Ende in meinem System drin habe, um entsprechend Reflexionen zu vermeiden. Ja, jetzt gibt es natürlich noch ein weiteres Szenario im Profibus und das ist dieses. Der Master schickt also einen Telegram-Aufruf an den Slave mit Adresse 10 und es gibt eine Beeinflussung des Systems von außen. Es wird also ein Telegramm zerstört. Und bei einem zerstörten Telegramm ist es im Profibus so, dass wir ein sogenanntes Retry-Limit haben. Und dieses Retry-Limit beschreibt, wie viele Telegramme wiederholt werden können, bis es zu einem Busausfall kommt. Und jetzt haben wir schon gesehen, das Telegramm ist bis zum Slave mit der Adresse 10 durchgekommen. Und der antwortet hier, wie er das tun soll. Und dann geht die Kommunikation in ganz normaler Art vonstatten. So, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung über die Qualitätswerte im Profibus-Netzwerk. Es gibt also verschiedenste Parameter. Das eine sind physikalische Parameter, demgegenüber stehen natürlich die logischen Qualitätsparameter. Physikalisch, das ist also das, was wir auf dem Signal sehen, den Differenzspannungspegel, Flankensteilheit, das Einschwingverhalten und natürlich die entsprechenden logischen Qualitätsparameter, die da sind. Fehlerhafte Telegramme, Wiederholtelegramme, Diagnosetelegramme, aber auch im Profibus die reale Buszykluszeit. Das sind also wichtige Parameter, die wir hier haben. Es gibt eindeutige Parameter und es gibt natürlich auch definierte Werkzeuge, wie man das alles messen und überprüfen kann. Wenn es dort Interesse gibt, können Sie das natürlich gerne im Feedbackbogen kurz angeben. Dann lassen wir Ihnen da noch ein paar Informationen zukommen. Ansonsten haben wir hier mal aus unserer Erfahrung eine Übersicht, wie verteilt
hier Auffälligkeiten im Profibus sind, also sowohl auf der physikalischen als auch auf der logischen Seite, und alle Messungen zusammengefasst, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben, kann man grundsätzlich sagen, dass 90% aller Auffälligkeiten und Schwachstellen in der Physik lagen und 10% ungefähr in der Logik, das Ganze hier im Profibus. Wie das dann im Profinet ausschaut, das sehen wir gleich im Anschluss. Ja, wie funktioniert nun die Profinet-Kommunikation parallel dazu? Im Profinet haben wir als erstes mal zwei Adernpaare, also insgesamt vier Adern. So, dann haben wir hier mal eine neue Bezeichnung, das heißt ja also nicht mehr Master wie im Profibus, das ist ja der sogenannte Controller. Der sitzt hier am Anfang, also die Steuerung, und ich habe verschiedene Geräte, die wir jetzt mal wild hier verteilt haben. Und wenn Sie sich vorhin an den Repeater im Profibus erinnern können, dann haben wir hier den sogenannten Switch im Profinet, und jedes Gerät, was mehr als einen Port, was mehr als eine Schnittstelle hat, das besitzt auch gleichzeitig einen integrierten Switch. Das heißt, jedes Gerät frischt Signale auf. Ich habe also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Switches. Es hängen nicht mehr alle Geräte an den zwei Adernpaaren. Ich habe also wirklich jeweils eine Verbindung von Gerät zu Gerät. Diese Verbindung ist natürlich nicht etwa unintelligent, wie das im früheren Ethernet etwa mit Hubs war, dass Telegramme immer überall hingesendet wurden im Profinet oder in einem geswitchten Netzwerk, das ist egal, ob es Profinet ist oder nicht, in einem geswitchten Netzwerk gibt es also eine intelligente Sendebeziehung, und nur das Telegramm, was zu einem bestimmten Teilnehmer soll, das kommt auch bei einem bestimmten Teilnehmer an. Wenn Sie sich ganz rechts zum Beispiel das Gerät mit der Raute anschauen, nur dieses Telegramm mit der Raute, das ist auch auf dieser Datenleitung unterwegs, und natürlich, je weiter man nach vorne zum Controller kommt, umso mehr Daten und umso mehr Telegramme sind dort unterwegs. Ja, hier kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zur Funktionsweise eines Switches. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ein Hub, der verteilt also Daten an alle Ports, die er hat. Es kommt ein Telegramm am Port 1 an und der schickt das an alle Ports weiter raus. Bei einem Switch ist das so, es kommt also ein Telegramm am Port 1 an und der Switch weiß genau, wo das Telegramm hin muss. Wir haben jetzt hier das dunkelblaue Telegramm gesehen, was rechts zu dem Gerät, zu dem Synamics ging. Jetzt kommen hier noch ein paar mehr Telegramme, und Sie sehen, das wird also jedem Gerät entsprechend zugeordnet, wo welches Gerät dranhängt. Dort geht natürlich auch nur das entsprechende Telegramm hin, und das sorgt also für eine entsprechende Verteilung der Telegramme im Netzwerk. Natürlich auch eine Verteilung der Netzwerklast. Ja, bevor wir nun zu den Tipps und Tricks für Planung und Abnahme kommen, habe ich für Sie nochmal vorbereitet die entsprechenden Qualitätsparameter. Was ist also wichtig? Worauf sollte man bei der Planung, aber natürlich auch entsprechend bei der Abnahme achten in so einem Netzwerk? Was sollte dort also beobachtet oder überwacht werden? Und hier habe ich nochmal eine Umfrage für Sie, bevor es weitergeht. Wo sehen Sie momentan die größte Herausforderung beim Einsatz vom Profinet? Und da werden Sie jetzt sofort eine Kurzumfrage hier sehen. So, da sollten Sie jetzt also eine Umfrage sehen. Dort haben wir die Antworten. Das größte Problem sehe ich bei der Netzwerkplanung, bei der Ab- und Inbetriebnahme, aber auch geeignete Wartungszeitpunkte zu finden, Diagnose und Fehlersuche, oder wir sehen keine Herausforderungen. Auch das kann natürlich sein. Eine Mehrfachauswahl ist hier möglich. Sie können also... Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich, ist mir gerade aufgefallen, das tut mir natürlich leid. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich die Möglichkeit, die entsprechenden Punkte einzeln auszuwählen. Ja, ich denke, jetzt haben fast alle gewählt. Ich sehe noch vereinzelt letzte Klicks.
Okay, so, jetzt ist eine Minute um. Ich würde denken, wir schauen uns einfach mal die Ergebnisse an. Wir haben also hier jetzt die Möglichkeit, uns die Ergebnisse nochmal anzuschauen. Sie sollten jetzt die Umfrageergebnisse sehen. Und hier momentan ganz vorne mit 37% Diagnose und Fehlersuche. Das ist also die größte Herausforderung für Sie, aber natürlich auch Netzwerkplanung und Ab- und Inbetriebnahme. Ja, was das Thema geeignete Wartungszeitpunkte angeht, da kommen wir, denke ich, dann auch nochmal drauf. Das ergibt sich notgedrungen nach der Abnahme. Und natürlich auch der ein oder andere, der gewählt hat. Wir sehen keine Herausforderungen. Auch das ist natürlich sehr schön. Das freut mich, wenn Sie dort keine Herausforderungen sehen. Für alle, die vielleicht die ein oder andere Herausforderung sehen, gehen wir jetzt nochmal auf die Parameter der Profinet-Kommunikation ein und schauen uns dann natürlich die Ab- und Inbetriebnahme, die Diagnose an, aber natürlich auch die Netzwerkplanung. Gut, welche Qualitätswerte gibt es nun im Profinet-Netzwerk? Wir haben also hier nochmal die gleiche Übersicht wie vorhin im Profibus. Zum einen physikalische Parameter, zum anderen logische Parameter. Und da steigen wir einfach mal ein mit den physikalischen Parametern. Und hier natürlich die Frage, welche Werte zeigen mir eine physikalische Qualität? Und hier ist es nicht mehr so wie im Profibus, dass ich mit einem Oszi oder mit einem geeigneten Messgerät messen kann und mir Signalspannungen und Signalformen anschauen kann. Das kann ich hier natürlich auch machen, aber es ist natürlich bei weitem nicht mehr so interessant und so wichtig, weil eben die Geräte nicht parallel an einem Leitungspaar hängen, sondern ich habe hier wirklich eine reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und diese reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die schauen wir uns natürlich hier nochmal an. Die kann ich messen, indem ich die Leitung teste. Und hier sehen Sie das Bild von vorhin nochmal, der Controller und die entsprechenden vier Switches, beziehungsweise die vier Geräte. Und wenn ich jetzt hier einen Leitungstest machen will, dann muss ich das natürlich entsprechend der Reihe nach Kabel für Kabel. Es gibt also keine Möglichkeit, das mal ein Stück zu machen. Ich muss also wirklich jedes Kabel einzeln messen. Das bedeutet, am Leitungsanfang und am Leitungsende das Kabel aus der Buchse ziehen, ins entsprechende Messgerät, dann die Messung durchführen und dann wieder zurückstecken. Ja, dafür gibt es natürlich entsprechende Qualitätsparameter. Ich möchte vielleicht hier am Rande noch sagen, ein kleiner Wermutstropfen an der Stelle ist natürlich, dass ich das Kabel immer aus der entsprechend dafür vorgesehenen Buchse herausziehen muss. Ich kann also nie die komplette Verdrahtung von Buchse über den Stecker, über das Kabel zum nächsten Stecker bis hin zur nächsten Buchse überprüfen. Ich kann immer nur Stecker und Kabel überprüfen, aber die eigentliche Steckverbindung, das geht mir hier immer verloren. Gut, jetzt gibt es also physikalische Parameter dafür, entsprechende Qualitätswerte und je nachdem, welche Werte mein Messgerät überprüfen kann. Wenn ich also eine Zertifizierung der Leitung mache, dann muss ich immer die Bedämpfung und das Übersprechen analysieren. Das Ganze ist natürlich vorgegeben laut der IEEE-Norm 802.1. Dort gibt es nach CAT 5e, das ist also die Leitungsqualität, eine entsprechende Vorgabe und die Bedämpfung sollte dort also nicht höher als 24 dB sein. Ja, 24 dB Bedämpfung. Das heißt, mein Signal kann über die Leitung entsprechend stark geschwächt werden. Jetzt gibt es natürlich einen Nachteil in der Normung. Nach CAT 5e bedeutet 24 dB die maximale Bedämpfung auf 100 Meter. Es werden weiter dort keine Einschränkungen gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich eine 100 Meter Leitung mit 24 dB oder habe ich eine 10 Meter Leitung? Dort ist natürlich 24 dB laut dieser Norm auch noch in Ordnung. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ja, wie kann das sein? Darf das sein? 24 dB bei einer 100 Meter Leitung, das ist okay, aber bei 10 Metern sollte man vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle drüber nachdenken und deshalb gibt es von der Firma Indusol eine entsprechende leitungslängenabhängige Bedämpfung. Gibt es also eine Empfehlung und wir sehen hier bei 12 Metern zum Beispiel 12 dB. Das sollte also dahingehend nochmal geprüft werden. Ähnlich ist es beim Übersprechen auf der Leitung. Auch dort sollte das Ganze längenabhängig überprüft werden. Gut, haben wir also die physikalischen Parameter.
die Kabeleigenschaften, die Längen, das Übersprechen, die Bedämpfung. Ja, und was gibt es für logische Parameter? Gibt es dort logische Parameter, die wir überprüfen können, die wir überprüfen sollten? Und da schauen wir einfach mal rein, was es gibt. Und da gibt es zum Beispiel den Telegram-Jitter. Ja, der Telegram-Jitter ist vielleicht hier nochmal einfach erklärt. Es gibt also eine entsprechende Aktualisierungszeit für jeden einzelnen Teilnehmer, der das Sendeintervall des Teilnehmers angibt. Diese Aktualisierungszeit kann zwischen, ich sag mal im Normalfall 1, 2, 4 Millisekunden betragen. Hier sehen wir mal 4 Millisekunden dargestellt und rot ein entsprechender zeitlicher Verzug. Das kann natürlich immer mal passieren. Hier haben wir jetzt ein Delta von 2 Millisekunden. Ich habe also eine Aktualisierungsrate real an der Stelle von 6 Millisekunden. Ich habe also 50% Jitter. Ja, das kann also passieren, indem Teilnehmer ihre Aktualisierungstakt nicht einhalten. Das liegt dann also am Teilnehmer. Es kann aber auch am entsprechenden Netzwerklastverhältnis liegen, also an der Netzwerklast oder an einer ungünstigen Netzwerkstruktur, dass also Telegramme blockiert werden, dass sie sich wie im Straßenverkehr eine Ampel anstellen müssen, die Telegramme. Das kann alles passieren. Das kann natürlich verschiedenste Ursachen haben. Es können sich zum Beispiel externe aktive Diagnosewerkzeuge mit dem Netzwerk verbunden haben. Das wären also alles Möglichkeiten hierfür. Ja, und ein ganz typisches Beispiel, vielleicht auch nochmal hier aus dem Verkehrswesen. Ich hatte gerade gesagt, wenn sich so ein Telegramm mal an der Ampel anstellen muss, an der Ampel muss ich natürlich auch einen Bus anstellen. So, und jetzt fährt vielleicht der eine oder andere mit dem Bus oder vielleicht auch mit der Bahn. Die müssen sich zwar nicht an Ampeln anstellen, aber mit der Pünktlichkeit ist es auch da immer ein bisschen kritisch. Also es gibt geplante Ankunftszeiten. Sie sehen hier 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr. Inwieweit das dann real ist, das wissen Sie selber. Gibt es entsprechende Abweichungen? Gibt es vielleicht auch mal einen ausgefallenen Bus? Alles das kann hier natürlich passieren. Und wenn wir hier über Jitter reden, dann ist natürlich immer die Frage, wie groß ist denn der Jitter? Ich habe gerade eine Frage bekommen, das wäre ein klarer Nachteil zum Profibus. Hier ist natürlich die Frage, wie groß ist denn der Jitter und was habe ich im Profibus zum Beispiel für eine Buszykluszeit? Wenn wir hier über Jitter reden, im 2-Millisekunden-Bereich, also über 50%, bei einer Aktualisierungsrate von 4 Millisekunden zum Beispiel, dann ist das 50% natürlich ein entsprechender Wert. Aber wenn ich über eine Profi-Bus-Zykluszeit von 15 oder 20 Millisekunden rede, ja, dann sind natürlich meine 2 Millisekunden Jitter. Naja, ich will mal sagen, für den Prozess vernachlässigbar. Und falls mir das nicht ausreicht, dann muss ich vielleicht die Profi-Net-Technologie wechseln. Es gibt also Profi-Net-Technologien, die nahezu jitterfrei kommunizieren können. Das nennt sich dann Profi-Net-IRT. An der Stelle muss ich natürlich ein klein bisschen mehr finanziellen Spielraum einplanen. Dort sind natürlich entsprechend andere Chips und andere Kommunikationsbausteine drin. Ist dann die Frage, ob mir die 2 Millisekunden das entsprechend wert sind. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Falls nicht, geben Sie mir einfach nochmal einen Wink, dann können wir nochmal drüber reden. Okay, also nochmal der entsprechende Jitter. Dazu muss ich natürlich eine Aktualisierungsrate einstellen. Die Aktualisierungsrate sehen Sie hier mal eingestellt in den Eigenschaften der Profi-Net-Schnittstelle im Step 7. Dort haben wir also die Möglichkeit, die entsprechende Aktualisierungszeit einzustellen. Ja, im schlimmsten Fall gibt es natürlich nicht nur einen Jitter, sondern es gibt auch eine Telegram-Lücke. Das heißt, ein Telegramm ist komplett weg. Das ist das, was wir vorhin im Profibus schon mal gesehen haben, wo also der Blitz dort eingeschlagen hat. Im Profibus gibt es dort eine Telegram-Wiederholung. Im Profinet wird das so gehandhabt, dass wir einfach aufs nächste Telegramm
warten. Und auch das ist ein Wert, der ist in der Hardware-Konfiguration einzustellen. Wie viele Telegramme ausfallen dürfen. Empfohlen wird natürlich 0, denn jedes ausgefallene Telegramm ist schon ein Anzeichen auf eine Schwachstelle. Und der entsprechende Wert in der Hardware-Konfiguration, der besagt natürlich, wie viel ausfallen dürfen, bis es zu einem entsprechenden Busproblem, bis zu einem entsprechenden Busausfall kommt. Ja, hier das Ganze nochmal als Einstellparameter im Step 7. Dort sehen wir das also nochmal dargestellt, die Ansprechüberwachungszeit. Das Ganze ist natürlich auch hier im TIA-Portal entsprechend einzustellen. Gut, es kann natürlich auch zu einem Telegram-Fehler kommen, das heißt eine Beeinflussung von außen, wie auch immer, kann dazu führen, dass die Prüfsumme nicht mehr stimmt und dann gibt es ein fehlerhaftes Telegramm. Dieses fehlerhafte Telegramm wird im besten Fall von den Geräten sofort gemeldet, wird also als fehlerhaftes Telegramm gekennzeichnet, gelöscht und ein interner Fehlerzähler nach oben gezählt. Ja, und dann hatten wir ja vorhin schon gesagt, entsprechende Jitter kann zum Beispiel auch entstehen durch hohe Netzwerklasten. Und hier sollte man natürlich ganz klar ein klein wenig Acht drauf legen, was ist denn alles in meinem Netzwerk unterwegs? Wir haben im Profinet einen riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Ethernet-basierten Kommunikationsprotokollen in der Automatisierung. Wir haben die Möglichkeit, neben dem eigentlichen Telegrammverkehr für die Automatisierung, also das Profinet, auch noch erweiterten Datenverkehr zuzulassen, also einen ganz normalen IP-Verkehr im Netzwerk. Das funktioniert, solange man es nicht übertreibt. Ja, man muss ja also ein klein bisschen den Blick drauf haben, was ist denn im Netzwerk noch los, außer mein Profinet-Telegrammverkehr. Und das beschreibt hier das sogenannte Lastverhältnis. Und das Lastverhältnis, also die Kommunikation zwischen Nicht-Profinet-Verkehr und Profinet-Verkehr, das Verhältnis. Und das sollte nicht größer als 100 zu 1 betragen, also 100 Telegramme im Profinet zu einem Telegramm nicht Profinet. Ja, und das Thema der Gesamtnetzwerklast, je weniger natürlich in meinem Netzwerk unterwegs ist, umso besser ist das natürlich für meine schnellen Profinet-Telegramme. Da gibt es also viel mehr Freiraum und viel mehr Platz, damit die hier möglichst schnell durchs Netzwerk kommen. So, jetzt schauen wir mal hier. Diese Netzwerklast, die wird also im Profinet auch zertifiziert. Wie viel Netzwerklast halten die Geräte aus? Wir reden hier momentan von einer Netzwerklast im Gesamtnetzwerk von 20%. Und laut Profinet-Spezifikation wird die Netzwerklast an den Geräten in sogenannten Netload Classes analysiert und natürlich auch auf Funktionssicherheit geprüft. Und dort gibt es hier die Netload Class 1. 1% maximale Dauerlast für ein Gerät, beziehungsweise die höchste Netzwerklastklasse, die Netload Class 3, das sind im Test 5% zulässige Dauerlast ohne Funktionseinschränkung für ein jedes Gerät. Gut, hier haben wir also nochmal die Qualitätswerte im Profinet-Netzwerk und diese Qualitätswerte sind natürlich nicht nur Empfehlung der Firma Indusol, sondern auch Empfehlung der PI, also der Profibus-Profinet-Nutzerorganisation. Dort gibt es also einen Jitter, die entsprechende Abweichung der geplanten Aktualisierungszeit, die Telegrammlücke, das Ausbleiben eines Telegramms, Telegrammfehler, also Error-Telegramme, das Lastverhältnis, wie stark wird also das Netzwerk von verschiedenen Arten von Telegramm belastet und die Netzwerklast. Ja, das sind also hier unsere Qualitätsparameter und diese entsprechenden Qualitätsparameter hier nochmal dargestellt im Überblick physikalisch und logisch. Und hier haben wir also auch entsprechende Erfahrungen sammeln können, die entsprechenden Erfahrungen physikalischer und logischer Natur, wo liegen denn die Fehler? Und die haben wir ganz klar festgestellt. Es ist entsprechend umgekehrt wie im Profibus. Hier haben wir 10% physikalische Parameter und 90% logische Parameter, die hier also
für Kommunikationsprobleme sorgen. Wie kann ich das nun überwachen oder überprüfen? Das Ganze machen wir hier im Sinne der Applikationsdiagnose Profinet mit dem Profinet Inspektor. Damit machen wir eine Qualitätsmessung mit einem direkten Netzwerkzugang. Der Inspektor wird also integriert in die Verbindung vom Controller zum ersten Switch, zum ersten Teilnehmer. Wir haben vorhin gesehen, dass wir in dieser Verbindung die höchste Netzwerklast haben. Wir haben dort alle Telegramme. Deshalb können wir an der Stelle auch eine detaillierte, tiefgründige Analyse machen. Wir sehen dort Telegrammlücken, Telegrammfehler, das Lastverhältnis, die Netzwerklast, Telegramm-Jitter, aber natürlich auch im schlimmsten Fall Teilnehmerausfälle, Teilnehmerdiagnosemeldungen. Und der Inspektor ist in der Lage, noch entsprechend erweiterte Diagnosen und Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das ist auch eine entsprechende Security-Komponente. Der Profinet-Inspektor kann also erkennen, wenn es zu neuer Kommunikation im Netzwerk kommt. Also neue Kommunikation bedeutet, es kommt ein neuer Teilnehmer hinzu, der war bisher noch nie da. Das könnte also ein Hinweis auf einen entsprechenden Angriff im Netzwerk sein. Aber es könnte natürlich auch eine entsprechende Kommunikation zur Steuerung sein, die bisher noch nie da war, also eine Anomalie. All das kann der Inspektor erkennen. Gut, jetzt haben wir also die entsprechenden Qualitätskriterien. Jetzt kommen wir vielleicht kurz zur Planung. Es gibt hier von der PI eine entsprechende Planungsrichtlinie. Wenn Sie das interessiert, könnt ihr die im Anschluss natürlich auch gerne nochmal zuschicken. Da gibt es also im Feedbackbogen ein kleines Feld, wo Sie das ankreuzen können. Dann können Sie die Planungsrichtlinie zugesandt bekommen. Dort steht natürlich die ganze Menge drin. Was sollten Sie beachten? Was sollten Sie machen? Worauf sollten Sie Wert legen? Und ich habe jetzt einfach mal hier ein paar Punkte rausgegriffen. Man sollte also die Profinet-Topologie planen. Und wenn wir hier eine Topologie planen, dann muss natürlich die Topologie aufgrund verschiedenster Eigenschaften oder verschiedenster Anforderungen geplant werden. Das sind zum einen natürlich die räumliche Anordnung der Komponenten, die zu überbrückende Entfernung. Kann ich das also mit Kupfer machen oder muss ich auf ein anderes Medium umsetzen? Natürlich auch Anforderungen an Potentialtrennung und EMV, die Berücksichtigung von Netzwerklasten und die Anforderungen zum Einsatz primärer Infrastruktur. Was heißt das? Ja, wenn ich also eine primäre Infrastruktur, einen Switch zum Beispiel, auswähle, dann sollte ich natürlich einen Switch nicht nur auswählen aufgrund der entsprechenden Portanzahl. Es gibt dort also noch weitere Parameter. Auf diese Parameter werden wir dann nochmal eingehen. Das bedeutet also hier die primäre Infrastruktur und die erhöhte Verfügbarkeit. So. Dann steht hier nochmal als letztes Schlagwort die sogenannte Netzlastplanung. Da kommen wir dann auch nochmal dazu. Es gibt ja also die Vorgabe maximal 20% Netzwerklast und diese entsprechende Vorgabe. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die nicht erst bei fertiger Anlage sehen, dass wir 20% Netzwerklast eingehalten haben, sondern es gibt hier Möglichkeiten, die Netzwerklasten im Vorfeld zu planen. Dort gibt es verschiedene Tools. Bei uns heißt das zum Beispiel ProNetPlan. Damit kann ich eine Netzwerkstruktur und natürlich auch eine Netzwerklast im Voraus planen und das natürlich dann entsprechend zur Umsetzung weitergeben. Ja, ein weiterer Punkt in der Planungsrichtlinie ist zum Beispiel die Linientiefe. Die Linientiefe gibt also an, wie viele Geräte in der Verbindung vom letzten Teilnehmer bis zum Controller sein dürfen. Und die Linientiefe ist also abhängig von der entsprechenden Aktualisierungsrate. Das muss man also ein klein bisschen im Blick haben. Das kann man zum Beispiel auch mit der Software ProNetPlan planen und hat natürlich auch sofort einen Überblick, welche Geräte kann ich denn in Reihe schalten. Und ganz wichtig, welche Aktualisierungsraten dürfen die Geräte dann haben? Denn je höher die Netzwerk, je höher die Linientiefe ist, umso höher muss auch die entsprechende Aktualisierungsrate sein. Weil jedes Gerät natürlich im Sinne des Straßenverkehrs hier wie eine Ampel fungiert und da muss natürlich auch jedes Telegramm dort anstehen. Ja, weiterhin in der Planung natürlich das Thema der Netzwerklast. Da gibt es hier eine entsprechende Übersicht, welche Netzwerklasten entsprechend
geplant werden sollten. Kleiner 20% bedeutet also, es ist alles okay. Deshalb geben wir hier an, die maximale Netzwerklast 20%. Alles, was drüber ist, das sollte natürlich detailliert analysiert werden, um einfach das Netzwerk nicht zu überlasten. Ja, hier haben wir so eine kurze Darstellung der Netzwerkauslastungsplanung. Wenn ich also vom PC, von der Videoanzeige zur Kamera entsprechend kommunizieren will, das ist möglich im Profinet, das funktioniert. Aber ich muss eben schauen, dass es nicht wie hier in dem Bild dargestellt durchs komplette Netzwerk geht. Vielleicht lässt sich genau so etwas hier realisieren, dass ich also nur eine zentrale Kreuzung nutze, um meinen Datenverkehr durchs Netzwerk zu schleusen. Und dann ist natürlich ganz klar der Vorteil vom Profinet da, dass Profinet priorisiert wird. Das heißt, die großen Telegramme von der Videoanzeige zur Videokamera und zurück, die können natürlich etwas länger warten als meine kleinen Profinet-Telegramme, die schnell durchs Netzwerk müssen. Ja, so sieht das dann aus, die Netzwerktopologieplanung mit ProNetPlan. Da kann ich also die Netzwerklast, die Linientiefe, die Netzzugänge planen. Ich bekomme aber auch sofort den Hinweis auf Security-Probleme und auf die entsprechenden belegten Ports. Ja, ein spezieller Punkt in der Planung, spezielle Aspekte, ist also die Vorsehung von Netzzugangspunkten, also im besten Fall eines entsprechenden Tabs, ob der dann intelligent ist oder nicht. Das sei mal dahingestellt, aber wichtig ist, dass ich eben einen entsprechenden Tab in der ersten Verbindung Controller zum Gerät habe. Ja, so sieht das dann aus. Das nutzt mir natürlich für eine entsprechende Inbetriebnahme, aber auch für eine Fehleranalyse im Netzwerk. Gut, kommen wir zur Inbetriebnahme. Auch hier gibt es eine Richtlinie. Dort steht natürlich drin, was alles überprüft werden soll. Das geht also los von einer optischen Überprüfung der Kabel, der Leitung, wie ist das verlegt, bis hin zu einer Kommunikationsüberwachung. Und hier sind wir bei der Telegrammlücke zum Beispiel gleich. Gibt es also ausgefallene Telegramme zum Zeitpunkt der Abnahme oder nicht? Und hier stellt sich natürlich auch immer die Frage, ist das ein Parameter, der nur zum Zeitpunkt der Abnahme überprüft werden oder überwacht werden sollte? Oder ist es nicht wert, diesen Parameter permanent zu überwachen, erst recht, wenn es natürlich eine wichtige, hochpriore Anlage ist und jeder Stillstand aufgrund des Netzwerks zum Beispiel auch sofort teuer wird und ins Geld geht. Gut, des Weiteren natürlich die entsprechende Prüfung der Topologie. Wurde meine entsprechend vorgegebene Linientiefe eingehalten und passt das mit der entsprechenden Aktualisierungszeit? Wenn wir also hier mal schauen, bei 2 Millisekunden Aktualisierungszeit, sehen Sie links unten in der Tabelle, da darf ich eine maximale Linientiefe von 14 haben. Das alles kann ich machen mit der Software ProScan Active zum Beispiel. Die verworfenen Telegramme auslesen, die Netzwerklast. Das geht auch alles mit der Software ProScan Active. Und wenn wir über die Kommunikationsüberwachung, also über die ausgefallenen Telegramme, also Telegrammlücken, Jitter und so weiter reden, dann sehe ich das alles im Profinet-Inspektor. Also hier nochmal zusammengefasst, den Jitter, die Lücke, Telegrammfehler, Lastverhältnis und Netzwerklast, das bekomme ich mit dem Inspektor raus. Gut. Ich sehe hier gerade parallel noch ein, zwei Fragen zum Thema Ringtopologie. Da würde ich gerne im Anschluss noch drauf eingehen, nicht, dass Sie sich wundern. Das kommt dann also nochmal in der Fragerunde, da würde ich dann gerne diese Fragen beantworten. Wenn wir also nochmal zur Topologie kommen, also hier nochmal dargestellt die Software ProScan Active. Ich kann also die Geräteinformationen damit aktiv auslesen, bekomme eine entsprechende Topologie dargestellt, kann mir natürlich auch noch weitere Geräteinformationen direkt von den Geräten beschaffen. Das heißt, ich muss nicht vor Ort gehen und muss mir eine Bestellnummer meiner ET200S abschreiben. Das kann ich alles hier aktiv auslesen und nicht nur natürlich die entsprechenden Kopfmodule, wo eine entsprechende Kommunikationsbaugruppe dranhängt, sondern auch alle Erweiterungsmodule, alle Scheiben, die da zum Beispiel noch dranhängen. Das könnte dann so aussehen, da ist natürlich nicht nur die Bestellnummer dran, sondern auch die Hard-
und die Firmware-Version, die IP-Adresse, der Mac, die Mac-Adresse und natürlich auch der Profinet-Name. Ja, das geht bis hin zur entsprechenden Portübersicht der einzelnen Ports, die an den Geräten hängen. Setzen Sie Polymerfaser ein, dann kriege ich hier noch eine Dämpfungsreserve und eine Leitungslänge raus. Setzen wir nur Kupfer ein, dann bekomme ich natürlich auch, wenn es die Geräte unterstützen, eine entsprechende Leitungslänge heraus. Gut, das Ganze kann ich natürlich noch kombinieren. Dann bekomme ich die Informationen vom Profinet-Inspektor direkt in die Topologie. Ich sehe also direkt hier dargestellt, wie hoch ist die Netzwerklast, wie hoch ist ein eventueller Telegramm-Jitter, gibt es verlorene Telegramme. Das alles kann ich also mir direkt hier in die Software reinholen. Ja, kommen wir nun vielleicht zu den Besonderheiten bei der Infrastruktur. Ich denke, das ist auch nochmal wert, dass wir drüber sprechen. Wir haben es vorhin kurz angerissen. Bevor wir zu den Besonderheiten kommen, habe ich aber vielleicht noch mal eine kurze Umfrage für Sie. Wer ist denn bei Ihnen für den Umgang mit Profinetzwerken verantwortlich? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Wer macht das? Gibt es dort jemanden? Oder machen Sie das vielleicht selbst? Gibt es jemanden in der Instandhaltung? Gibt es einen eigenen IT-Administrator, der dafür zuständig ist? Oder vielleicht auch eine externe Firma? Oder gibt es im schlimmsten Falle niemanden? So. Also ich sehe schon, die Ergebnisse verraten. Zum Großteil gibt es Personen, entweder Sie persönlich oder jemanden aus der Instandhaltung, der dafür zuständig ist. Der eine oder andere hat natürlich auch einen IT-Administrator, der das macht. Auch das ist natürlich klasse, wenn es dort jemanden gibt, der sich darum kümmert. So, jetzt schauen wir einfach mal rein. Ich zeige Ihnen die Umfrage auch nochmal, dass Sie einfach sehen, was wurde hier gewählt. Also wie gesagt, 38% eine oder mehrere Personen aus der Instandhaltung machen das und mit entsprechend auch hoher Prozentanzahl, dass Sie das selbst machen. Gut. Ja. Dann blenden wir das aus und kommen wir zum nächsten. So, kommen wir also nochmal zur Infrastruktur. Was ist also die Grundfunktion eines Switches? Die Grundfunktion haben wir vorhin schon gesehen, ein entsprechendes Telegramm an die Stelle zu verteilen, wo es denn hingehört. Im Profinet gibt es noch eine weitere Grundfunktion und das ist das Priorisieren von Daten. Wenn also zwei Telegramme hier ankommen am Switch, links unser Profinet-Telegramm, rechts ein ganz normales Ethernet-Telegramm, dann ist der Switch natürlich auch dafür zuständig, sofort hier die Bahn frei zu machen und zu sagen, pass auf, ich lasse das höhere priore Telegramm durch und das kommt als erstes bei meinem Controller an. So. Natürlich auch eine Grundfunktion des Switches ist das automatische Aushandeln der Übertragungsart. Arbeiten wir mit 100 Megabit oder vielleicht mit 10 Megabit oder vielleicht sogar mit Gigabit und mit Halb- oder Vollduplex. Das Verwerfen von fehlerhaften Paketen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wenn es also ein fehlerhaftes Paket gibt, dann ist das Gerät dafür verantwortlich, dies zu verwerfen und einen internen Fehlerzähler hochzuzählen und natürlich auch das Führen von Portstatistiken und das Bereitstellen dieser. Ja, wichtige weitere Funktion managebarer Switches ist natürlich auch die entsprechende Konfiguration des Switches, also zum einen die Portstatistiken, zum anderen aber auch die Gerätekonfiguration, die IP-Adresse, der Name, der Einbauort und so weiter. Und wenn der managebare Switch dann natürlich noch im Profinet mitarbeiten kann und kann Profinet-Funktionalitäten übernehmen, also zum Beispiel MRP,
das Ringredundanzprotokoll von Profinet, dann wäre das natürlich ein Riesenvorteil. Dazu muss der Switch aber eine GSDML-Datei haben. Das heißt, er muss managebar sein und er muss Profinet-fähig sein. Dann kann ich diese Funktionalitäten nutzen. Und ich möchte das Ganze natürlich auch extern zur Verfügung stellen, wenn ich eine Diagnose über die Geräte machen möchte, im besten Fall über SNMP. Ja, im Profinet gibt es dafür sogenannte Conformance Classes. Ich habe gerade schon gesagt, der Switch muss Profinet-fähig sein. Der Switch muss also, sollte im besten Fall die Topologie unterstützen, eine Netzwerkdiagnose, die Geräteidentifizierung, die Ringredundanz, MRP, aber auch das Thema Gerätediagnosen und Alarme. Und dafür gibt es die sogenannte Conformance Class. Wenn ich also normale Profinet-Kommunikation machen will, dann kann ich das im einfachsten Fall mit einem Unmanaged Switch machen. Das wäre dann Conformance Class A. Das ist natürlich ganz klar nicht zu empfehlen. Wir sollten hier mindestens auf Conformance Class B setzen, um diese Parameter, die links stehen, also alle mit abdecken zu können. Und wenn wir wirklich taktsynchron kommunizieren wollen, dann nutzen wir an der Stelle Profinet IRT. Das ist dann entsprechend Conformance Class C. Für alle anderen, die vielleicht schon ein klein bisschen tiefer in der Materie stecken, wenn Sie schon mal was von TSN gehört haben, Profinet und TSN, dafür wird es eine Conformance Class D geben, D wie Dora, die wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres offiziell released werden. Gut, des Weiteren hatten wir ja vorhin schon kurz das Thema der Netload Class. Es gibt also die Netload Class beim Profinet Test und die beschreibt die Robustheit eines Profinet Gerätes, aber auch eines Profinet Switches gegenüber des die Höhe gegenüber der Höhe des zu bearbeitenden Netzwerkverkehrs. Diese Netload Class wird in drei Klassen unterschieden, wobei die Netload Class 3 die höchstmögliche Netzwerkverfügbarkeit sicherstellt. Ja, gut, da wollen wir jetzt gar nicht länger drauf eingehen. Das ist noch ein interessanter Punkt. Diese entsprechenden Funktionalitäten, die werden natürlich durch die Switch-Familie der ProMesh-Baureihe abgedeckt. Ganz besonders durch die Switche ProMesh P9 und ProMesh P20. Dort habe ich diese Conformance-Class-Parameter, aber auch die Netload-Class-Parameter, Netload-Class 3. Das ist also der Switch in der Lage, das abzudecken und parallel dazu natürlich auch noch erweiterte Diagnosen zur Verfügung zu stellen. Ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ich kann also neben den Netzwerkparametern auch verschiedenste Parameter im Umfeld analysieren. Wenn wir zum Beispiel über Schirmströme oder Probleme im Potenzialausgleich reden, das sind typische Ursachen für fehlerhafte Telegramme, für zerstörte Telegramme. Das kann der Switch gleich mit analysieren und kann es über die Web-Oberfläche zur Verfügung stellen. Wie hoch ist also der Schirmstrom in dem entsprechenden Netzwerk? Gut, kommen wir zum letzten Punkt, stabiler Betrieb ab dem ersten Telegramm. Hier ist also Ziel ein stabiles Netzwerk und das erreichen wir durch konkrete Vorgaben für die Netzwerkqualität im Lastenheft, durch eine gute Vorplanung des Netzwerks, natürlich auch eine entsprechende Prüfung auf die Übereinstimmung, durch den sauberen Aufbau, den Einbau eines möglicherweise intelligenten Netzwerkzugangs, aber natürlich auch durch die Netzwerkabnahme, durch einen Last- oder Stresstest. Und im besten Fall durch ein Monitoring im laufenden Betrieb. Ja, und wenn wir gerade bei der Abnahme sind, hier also nochmal ganz kurz dargestellt, das Komplettpaket für Abnahme, Service und Fehlersuche. Das sind also alle Messmittel, die wir dafür benötigen, in einem Koffer zusammengepackt. Wer dort Interesse hat, kann dann gerne im Nachgang auch hier im Feedback-Bogen nochmal das Interesse bekunden. Dann bekommen Sie dazu nochmal Informationen zugesandt. Ja, hier haben wir nochmal was in eigener Sache. Wenn Sie sich also detailliert für die Kommunikation im Profinet interessieren, wenn Sie sich detailliert dafür interessieren, wie ein Switch funktioniert, dann können Sie hier gerne nochmal auf unserer Webseite stöbern. Dort gibt es entsprechend kleine Animationsfilme zum Profinet, aber auch zur Switch-Technologie. Ich denke, dort ist alles sehr schön einfach erklärt. Da können Sie sich das alles nochmal anschauen und nachhören. Die Möglichkeit haben Sie also hier.
Ja, für alle anderen wissenshungrigen Ratsuchenden und Netzwerker, die können natürlich auch in unserem Profibus und Profinet Forum auf Xing das eine oder andere nachlesen und auch gern mitdiskutieren. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war schön, dass Sie bei uns am Webinar teilgenommen haben. Gibt es Ihrerseits jetzt noch Fragen? Die eine oder andere Frage werden wir jetzt noch beantworten zum Thema Ring. Ansonsten haben Sie natürlich jetzt noch die Frage, die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Ja, also ganz klar, wie verhält sich die Linientiefe bei der Ringtopologie? Hier müssen wir natürlich im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass der Ring an einer Stelle unterbrochen ist, die ungünstig für meine Linientiefe liegt. Und da müssen wir natürlich den Worst-Case-Szenario betrachten und müssen dort einfach schauen, wie hoch ist denn die Linientiefe, wenn eine Verbindung relativ weit vorn oder hinten, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, ausfällt. Das ist aber ein Spezialfall, das könnten wir zum Beispiel auch mit unserem ProNet-Plan abbilden. Ja, der Mischbetrieb bzw. der Übergangsbetrieb mit DP, also ProfiNet und ProfiBus gemischt, da haben wir im besten Fall einen ProfiNet-ProfiBus-Koppler, der dann entsprechend die Daten umsetzt ins ProfiBus-System, um dort weiter zu kommunizieren. Das ist gar nicht so unüblich. Das funktioniert natürlich im ProfiBus, das funktioniert im ProfiBus PA, das funktioniert aber auch im ASI, die entsprechenden Arbeitsweisen sind also ziemlich identisch. Ja, die Unterlagen zu dem Webinar bekommen Sie natürlich auch online zur Verfügung gestellt. Sie bekommen das Webinar als Video entsprechend, aber auch die Präsentationsunterlagen in Form des PDFs. Ja, wichtig wäre natürlich auch bei der Planung eine entsprechende Angabe bzw. Abschätzung der erreichbaren minimalen SPS-Zykluszeit. Da gebe ich Ihnen recht, denn die SPS-Zykluszeit sollte ja bekanntlich nur doppelt so groß sein als die Bus-Zykluszeit. Wenn ich das natürlich im Vorfeld abschätzen kann, ist das gut. Das geht vielleicht bei Serienmaschinen oder auch bei einer entsprechenden Vorprogrammierung. Dort kann ich das vielleicht realisieren. Bei Einzelanfertigungen oder Einzelanlagen ist das typischerweise ein bisschen schwierig. So, natürlich kann der Switch ProMesh P9 oder auch ProMesh P20 in einem MRP-Ring verwendet werden. Der Switch ProMesh P9 und P20 sowohl Ring-Slave als auch Ring-Master tauglich. Das ist noch eine interessante Frage. Was sind also die häufigsten Ursachen für Probleme in Profinet-Anwendungen? Bleiben wir mal auf der physikalischen Ebene. Dort sind es typischerweise Stecker und Leitungen. Wenn wir in die logische Ebene schauen, dort müssen wir vielleicht schauen, welche Ursachen können logische Probleme haben. Die können natürlich zum einen EMV-Probleme haben, die können aber zum anderen auch einfach Netzwerklastprobleme haben. Das sind also die typischen Sachen. Wenn Sie dort also Interesse haben, dann gibt es seit einigen Jahren von Indusol den sogenannten Vortex Report. Das ist also der jährliche Report über unsere Messungen. Dort steht drin, wie viele Messungen wir gemacht haben, aber auch, was die Fehlerursachen sind. Und die häufigsten Fehlerursachen, das hatte ich ja schon gesagt, sind Steckerleitungen, also entsprechend schlechte Verbindungen, zu hohe Netzwerklasten oder entsprechend, also zu hohe Netzwerklasten mit entsprechend verworfenen Telegrammen oder das Umfeld um so einen Switch, also eine hohe EMV-Belastung. Das sind also alles Parameter, die der Switch
Omesh P9 und P20 sofort auf der Weboberfläche darstellen kann und wo Sie sofort einen Einblick haben, was da los ist. Ja, die Ableitströme, die erfasst werden, das sind die Ströme, die auf den Schirmen zum Gerät und natürlich zur Erde, also zum Funktionspotenzialausgleich des Gerätes abgeleitet werden. Die kann ich hier darstellen in entsprechender Stromhöhe und in entsprechender Frequenz. Das heißt, ich kann hier direkt Rückschlüsse darauf ziehen, wer ist denn der Verursacher? Ja. Woher kommen die zu hohen Netzwerklasten? Die zu hohen Netzwerklasten kommen natürlich zum einen durch den Profinetzverkehr selbst. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, je nachdem, wie hoch die Linientiefe ist und wie hoch die Anforderungen sind, muss ich meine Aktualisierungsraten einstellen. Wenn ich die alle auf automatisch stehen habe und 2 Millisekunden Aktualisierung habe und dann habe ich, was weiß ich, gehen wir mal von 100 Geräten im Netzwerk aus, dann habe ich natürlich ruckzuck hier 30-40% Netzwerklast. Wenn ich aber 2 Millisekunden nicht brauche, und das ist häufig der Fall, dann kann ich das auch ganz schnell wieder entspannen, indem ich einfach die Aktualisierungsrate anpasse. Oder es gibt eben eine erhöhte Netzwerklast durch zusätzlichen TCP-IP-Verkehr, indem ich, was weiß ich, einen Schweißleitrechner oder eine Betriebsdatenerfassung über das gleiche Netzwerk laufen lasse und die natürlich mit so vielen Daten wie möglich versorge und nicht mit so vielen Daten wie nötig. Das muss man vielleicht auch hier nochmal anführen. Gut. Ja, jetzt kommt noch eine Frage zum Token-Passing-Verfahren. Da würde ich vielleicht im Nachgang mich einfach nochmal persönlich bei Ihnen melden. Das können wir im Nachgang besprechen. Ja, jetzt haben wir noch was bei gemischten Netzwerken, Profibus und Profinet. Da können Sie natürlich 2 Überwachungen installieren. Typischerweise kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie kritisch ist mein Profi-Bus-Netzwerk. Ich bekomme natürlich ins Profinet auch ganz viele Informationen übermittelt, wenn es zu fehlerhaften Telegrammen im Profi-Bus kommt. Da muss ich aber natürlich nochmal hinterfragen, was kann denn der Profinet-Profi-Bus-Koppler? Kann der mir fehlerhafte Telegramme ins Profinet übertragen oder kann der eine gewisse Art der Analyse schon machen? Kann ich das also als Diagnosemeldung abfragen? Profinet ASI-Koppler zum Beispiel, dort gibt es Gateways, die können Ihnen sagen, wenn Telegramme verloren gehen, wenn die entsprechende Netzwerkqualität im Sinne der Übertragung schlechter wird, aber auch wenn Teilnehmer ausfallen. Das gibt es im ASI relativ weit verbreitet. Im Profibus muss man immer schauen, welche Koppler sind im Einsatz und was können die mir im Profinet weitergeben. Dann könnte ich mir auch eine entsprechende zweite Diagnose im unterlagerten System sparen. Gut, schauen wir nochmal. Ja, jetzt kommt nochmal eine Frage. Ein Ansprechpartner bei der Unterstützung der Analyse von Inspektordaten. Da können Sie sich natürlich, wenn Sie jetzt gerade konkret ein Problem haben, sofort an unseren Support wenden. Ansonsten könnte ich Sie im Nachgang auch hier nochmal kontaktieren. So, jetzt kommt noch eine Frage zu entsprechenden Telegrammen. Also bei Bedienung wird ein Telegramm nur einmal vom Bediengerät gesendet. Es geht dann verloren, wenn es zerstört wurde. Hier kommt es immer ein bisschen drauf an, wie ist denn die Kommunikation vom Bediengerät? Ist die Kommunikation auf Profinet-Ebene oder ist die Kommunikation auf UDP-Ebene? Dann wird das Telegramm auch nicht
wiederholt, dann geht wirklich, wenn das Telegramm verloren, wenn es fehlerhaft ist, dann ist das Telegramm weg. Dann warten wir aufs nächste Telegramm. Das hat ganz einfach mit der Zeitaktualität zu tun. Wird die Bedienung via TCP/IP gemacht, dann ist es typischerweise eine gesicherte und quittierte Kommunikation. Dann geht das Telegramm nicht verloren, dann wird es wiederholt. Okay, gut. Ich hoffe, ich konnte damit alle Fragen beantworten. Wir liegen perfekt in der Zeit. Es ist jetzt Punkt um 11. Ich freue mich, dass Sie teilgenommen haben. Vielen Dank auch für die vielen Fragen. Das war sehr interessant. Falls es noch Fragen Ihrerseits gibt, dann können Sie gerne im Anschluss noch gestellt werden im Feedbackbogen. Dort haben Sie natürlich die Möglichkeit, das, was offen geblieben ist, noch einmal zu fragen. Ansonsten vielen Dank nochmal und lassen Sie sich Ihr Mittag schmecken.